Seit März steht bei uns der Fuhrpark still. Keine Reisen, keine Reisegäste, keine Einnahmen. Stattdessen überweisen wir seit Wochen die eingezahlten Reisebeiträge unserer Reisegäste zurück und von Stornierung. Und trotzdem laufen unsere Fixkosten durch die Investitionen in unseren Fuhrpark nach wie vor weiter. Die Sommersaison mussten wir schon absagen. Gäste sind verunsichert, sie haben Angst, sie wollen nicht verreisen. Und genauso wie uns geht es vielen anderen Betrieben in Deutschland. Familiengeführte Busbetriebe, die über Generationen als Lebenswerk aufgebaut wurden, drohen zerstört zu werden. Die Uhr tickt. Deswegen brauchen wir jetzt ganz dringend zielgerichtete, zeitnahe Hilfe vom Staat für diese Betriebe. Genauso benötigen wir einheitliche Corona-Regelungen für alle Bundesländer, sodass ein Reisen zumindest innerhalb von Deutschland wieder problemlos und rechtssicher durchgeführt werden können.